Alter, was ist das für eine Waffe, die wir gekriegt haben? Was zum Fick, Alter, gönn... Bleib mal! Gönn dir mal die Waffe, ey. Ja, klar! Was hast du, ob ich die Laserwaffe wollte, du Affe? Alter, sieht die geil aus. Schieß die mal ab, ja, die ist auch viel geiler beim Abfeuern. Hauptsache die USA-Flagge ist drauf, ne? Ja. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huckster, Ex-Hyperion-Mann, er hat dir das Sagen. Wir haben noch vergessen, was zu machen auf der anderen Map. Ja, können wir nachher machen. Machen wir das letzte Mal auch, kurz bevor wir fertig sind mit der Endion, nochmal alle Quests abschließen. Spätestens dann, ich würde sie aber lieber jetzt machen, dann ist es einfach gemacht. Ja. Also ich rate jetzt aber mal ganz grob, ne? Wenn ich jetzt hier durchlaufe, verrecke ich. Gib ihm deine Papiere, und zwar nein. Du offiziöser kleiner Scheißer. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Was soll denn der Scheiß? Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Komm mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung. Lass mal weglaufen. Das ist ein Bulle. Nico, lass mal weglaufen. Okay, passiert nichts. Lass hinterherlaufen. Schade, schade. Schokolade. Boah, Schokolade. Ich muss mir Schokolade kaufen. Richtig geile. Ja, das ist Concordia. Der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. Nico, gib dir mal das Schild. Concordia, Entry Control. No photography, no jokes. Please keep weapon fire to minimum. Oh, Lupen. Gib ihm das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Oh, super. Ja, betrachte dich als klar zur Dekontamination. Bumm. Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Was zum... Oh, jetzt... Ja, musst du ja mal zurückhalten. Nein. Willkommen, neuer Bürger. Gehorche meinen Befehlen. Gestell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Du bewegt! Komm in Klinik, dumme Lapuska! Was zum... Was? Ich Schwester Rina. Was zum Teufel? Du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn erst. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund! Geh! Okay. Julian? Ja? Anstatt Iridium haben wir Mondsteine. I know. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil einige es vielleicht nicht wissen. Huckster, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sherlock. Völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Auch wenn er nicht widerstehen kann. Widersprechen. Was Moxie wohl heute auf der Tageskarte hat. Oh, Moxie ist hier irgendwo. Komm mit. Ah, wo ist unsere Mad Moxie? Oh mein Gott. Das fängt ja jetzt schon an, wa? Was zum Fick, Alter, ernsthaft? Na, kennst du die... Ich geb dir mal, wie die DJs heißen. DJ Rang? Echt? Oh nein, DJ. Ernsthaft?
Das sind die beiden. Mhm. Ja. Nein, sind's nicht, aber es ist DJ Boom und DJ Rang. Warum musst du da gönnen? Ich dance voll mit, Alter. Ist das behindert, ey. Und wo ist Moxie, die alte Schlampe? Nicht hier. Ist aber nicht geil. Weißt du, was hier ist? Claptrap, Claptrap. Ja, noch besser als Claptrap. Richtig beschissene Texturen. Ja. Wollen wir irgendwie gucken, ob wir die Texturen hoch... Hast du die auch auf Maximum geballert? Ja, das geht nicht. Das sind die ganze Zeit schon so. Ich hab's schon versucht. Schavu. Okay, lass mal gehen. Ach, jetzt schon. Ist voll romantisch hier. Ich chill noch ein wenig hier. Ich mag die Spielautomaten irgendwie. Willst du eine Schrotze? Ja, zeig mal. 18 mal 5. Wo bist denn du? Beim Spielautomaten. Da. Wo ist sie? Hab sie hingeworfen. Was sagst du? Ja, Mann, Skin-Anpassung. Nico, was sagst du? Hm? Verkehrte Rollen diesmal. Ja. Du mit Sniper und so, ich mit Schrotze. Da ist übrigens, ich hab noch eine Schrotze gekriegt, die macht 13 mal 6. Bring mit. Eine Sniper. Cash. Oh, jojo, gut Cash. Naja. Alter. Alter! Ich hab eine Schrotze, die ist nochmal ein Ticken besser. Ich hab eine Schrotze 19 mal 13. 19 mal 13? Ich hatte gerade 18 mal 9. Verbraucht 3 Muni pro Schuss. Hat 5 mit Magazin. Ich guck grad mal bei mir. Verbraucht 2 Muni pro Schuss und hat 4 Magazin. Und extra, noch Explosionsschaden dazu. So, mein letztes Spiel. Ich hab kein Geld mehr. Ja, Mann. So. Suche von der Helios. Folgendes. Keine Besucher heute. Wird? Du warst einer von uns, du bescheuert betäteter Bastard. Danke, dass Sie das Büro des Blutes besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Yeah. Jetzt müsste es kommen eigentlich. Max. Warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Die kennen wir doch. Natürlich, das sind Roland und... Roland, du alter Ficker. Hyperion verliert die Helios-Sandal. Wir müssen das Signal abschalten, das die Systeme dort stört. Hyperion, da ist da ein Unterschied. Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammer, ihr Gabo. Zu viele Tentakel. Was heißt das? What? Oh ja, Mann. Willst du zu mir, Sugar? Hallo nochmal, Moxie. Jack. Hast du auch erstmal richtig eine reingebankt, hey, wa? Lange nicht gesehen. Seit der Sache mit Nox. Sieht gut aus. So, Jack schickt dich, was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht Dahl-Soldaten blockieren die Verteidigung der Helios mit einem Störsignal? Wir müssen es finden und abschalten. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echo-Türmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle. Dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen.
Nicht. Ich sehe den Typ nur ähnlich. Ich bin gerade erst rein. Klar, in 2 Minuten ist deine Pause vorbei. Hm. Scheiße gelaufen. Genau. Warte, Julian, gönn dir. Mein Rülps riecht nach Kokosnuss. Zum Teufel. Gönn dir mal meine Sniper. Inspizier halt. Was? Ja, nett. Du bist trotzdem ein Kacknoob. Du bist ein kackender Vollspasti. Maxi sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir tun. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Julian, soll ich dir die Schrotze jetzt geben, die 18x9er? Ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Die Schrotze, ja, wirf mal her. Da. Boah, ist das so geil, Sniper. Dann mach ich meine Ulti an. Und, dann treffe ich ja sowieso auf den Kopf und kann ich im Nahkampf mit Sniper-Headshots machen. Geilem Aimbot. Na, kurz mal. Sniper und Raketen dafür bekommen den Schaden nicht, ist ja klar, ne? Nicht? Schaden? Warte. Wir bekommen das Ding nicht. Ja, kein Schadensbonus, aber Aimbot trotzdem. Das weiß ich nicht. Da steht nur, dass die keinen Schadensbonus kriegen. Der Waffenschaden plus 50% ist halt... Na gut, ne? Aber aller Rest halt schon. Sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarz. Zeig die Mondsteine dem Typen da. Dann kriegst du, was du brauchst. Ah. Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Boah, ich lauf dir gerade voll hinterher, wa? Mhm, boah, Alter, weißt du was? Ich finde die neue Stadt übertrieben unsympathisch. Ja, ist alles so weit weg. Ich hab hier Mondsteine von Moxie. Sie sagt, hier wären ein paar Transmitter abzuholen. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Und die Uhr tickt. Was darf denn sein? So. Objekte im Safe. Crazy Earl kommt herum. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Was liegt an? Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Okay. Ich hab erstmal meinen Rucksack aufgestockt. Ja, ich auch. Da ich noch nicht so genau weiß, mit was ich spielen werde, macht das am meisten Sinn. Ja, sowieso. Ich glaube, ich bin hier falsch. Erstmal 3 Dollar im Mülleimer finden. Mach ich auch immer. Hier ist schon richtig, oder? Hm. Ich habe eine Verbindung. Aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du es wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na? Siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Julian, wie kommt man da hoch? So ein bisschen... springen. Wo? Übrigens, Chatpack ist eine Hilfe. Ah, der bringt mich nicht ganz hoch. Ah, ja, okay. Nee, du musst auch über die Dächer... Hast du verlernt, wie springen geht bei Borderlands? Ja, ich weiß, ich bin oben. Ja, bist am falschen Turm, wo?